Vielleicht gucke ich mal hier in die Zimmer. Hier ist doch was auf. Die Flecken sind auffällig, seht ihr das? Ach, guck mal, die kann man schieben. Man kann die schieben! Das, ach, da oben ist ja auch noch eine Kiste. Ist das ein Beichtstuhl? Wie komme ich denn da ran an die Kiste? So schon mal nicht. Kann ich nicht da durchschießen? Ah, vielleicht eine Bombe. Nee. Okay. Dann nicht. Und er steht aber immer noch da. Wir müssen weitersuchen. Okay, ich guck dann mal oben nach. Eventuell. Weil hier waren ja auch die Türen auf. Das ist ein Loch. Ha. Was passiert jetzt? Die Tür geht auf, oder? Perfekt. Perfekt. Yeah. Was machen denn bitte Särge hier drin? Das ist ein Buch. Hallo Buch. Willst du mich verarschen? Ja, sobald ich mich dem nähere, verschwindet es. Okay. Aber wir sind schon mal einen Schritt weiter. Hier ist er jetzt. Das sah verdächtig aus und bei genauerer Untersuchung hat es sich bewegt. Nicht viel, aber es hat sich bewegt. Hier, schau selbst. Ah, Tatsache. Irgendetwas blockiert eine weitere Bewegung. Was ist los? Du sagst, das Buch verschwindet, bevor du es greifen kannst? Sicher helfe ich dir. Außerdem bin ich ein Gelehrter. Seltene Bücher zu finden, ist meine Spezialität. Nur ein kleiner Gelehrtenwitz. Naja, vergiss es. Okay. Alundra folgt ihm automatisch. Ah, ich verstehe. Das Buch scheint ein Eigenleben zu führen. Ich habe den Plan. Du jagst das Buch und ich werde es hier abfangen. Was ist? Es war meine Idee, deshalb musst du das Buch jagen und meine Stimme versagt heute. Kurz mal räuspern. So. Hallo Buch. Hallo Buch. Hallo Buch. Hallo Buch. Hallo Buch. Ha! Ich hab's, Alundra, ich hab's. Sehr gut. Oh. Ich will ihn nicht abschießen. Das Buch der Runen erhalten. Okay. So, jetzt sollte ich zum größten Zimmer zurückkehren und den Sockel genauer untersuchen. Okay, ich habe jetzt so ein komisches Buch. Und weiß nicht, was ich damit anstelle. Runenbuch. Buch aus der heiligen Stätte. Nun gut. Dann schaue ich mir nochmal die anderen Räume an. Zum Beispiel vielleicht auch das Bücherregal, weil dazu hat Septimus ja nichts gesagt. War das unten oder oben? Okay, aber ich will an diese Kiste.
Kiste. Weil die hat ja den Schalter hervorgebracht. Also nicht die Kiste, sondern das Stühle verschieben hat den Schalter vorgebracht. Vielleicht geht die Tür irgendwann auf. Also das finde ich wirklich sehr interessant hier. Das macht mir gerade ausnahmsweise immer auch sehr viel Spaß. Nein, also Alundra macht mir ja auch so Spaß. Ah, diese Dungeons mit den ganzen Echsen und Schleimis und Monstern, das ist manchmal etwas anstrengend. Zwischen den beiden Bänden gibt es eine Lücke. Ah, sollen wir das Buch in diese Lücke auf dem Regal schieben? Das wäre eine Idee. Okay. Hier ist noch eine Lücke. Zwischen den beiden Bänden gibt es eine kleine Lücke. Können wir hier noch ein Buch reinschieben? Wo kommen wir denn an noch ein Buch ran? Vielleicht nochmal mit Septimus reden. Alundra, komm schnell, ich habe noch einen Schalter gefunden. So viele Schalter. Und wo ist Ronan? Wo ist er denn jetzt? Da. Es könnte eine Falle sein. Es könnte alles sein. Aber wir müssen es probieren. Jupp. Okay, jetzt drehe ich den Schalter. Ja, ich drehe den Schalter, der uns töten könnte. Du bist echt witzig. Bist du dir sicher, dass wir es tun sollen? Ja. Was zum... Das hat sich angehört, als käme es von Ostflügel. Okay. Unten oder oben? Hier vielleicht? Aber hier hat sich auch nichts geändert. Doch, die Tür ist auf. Yay! The door is open! Was ist hier drin? Ah, toll. Wir haben... Ey, eins noch und dann haben wir 30 Lebenspunkte. Sehr schön. Das gefällt mir. Und zack. Oh, ich sollte treffen. Ich sollte was anderes ausrüsten vor allem. Mal sehen, was sich jetzt getan hat. Also solche Sicherheitsvorkehrungen, ne? Das ist schon echt übel. Wir sind schon wieder so... Huch! Okay. Ich schieb die mal zurück. Ich würde sagen, da sind schon wieder so Zeichen auf dem Boden. Aber nicht jeder Stuhl stand neben dem Zeichen, ne? Falsche Richtung. Nein! Nein! Der geht nicht mehr zurückzuschieben. Warum auch immer. Okay, nochmal. So, merkt ihr die Stühle? Der unten links steht nicht drauf. Alle anderen verschieben sich. Unten rechts meine ich. Unten auf der rechten Seite links. So. Zack. 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 Bloß nichts verkehrt machen. Ich glaube, den sollen wir trotzdem draufschieben. Oh! Da ist wieder ein Buch. Es verschwindet nicht. Das Buch der Strophen erhalten. Ich dachte schon wieder, es will sich verpieseln. Okay. Das stopfen wir dann mal nicht hier rein, sondern wir müssen wieder hoch. Wer denkt sich sowas bitte aus? Der kann doch nur was im Schilde führen. So, das Büchlein stecken wir jetzt hier rein. Zwischen den beiden Bänden gibt es eine Lücke. Ja, machen wir. Ein Schalter. Der öffnet wahrscheinlich eine Tür. Und zwar die da oben. Richtig. Okay.
hätten wir das. Und hier ist ein... Oh, nee, ne? Verarsch mich nicht. Septimus! Hilfe! Da verschwindet wieder was. Ich bin uncool. Bam. Wo steht er denn jetzt? Immer noch da? Hilf mir. Ah, vielleicht sollte ich hier bleiben, während du nachschaust. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das war oben, ne? Irgendwie müssen wir das also anders hinkriegen. Guck mal, hier konnten wir hin, aber nicht hier. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung? Tatsache, wir dürfen nur nicht... Warte, kann ich den aufladen und dann... Nee. Oder ich spring darüber. Nee, das hat schon mal nicht geklappt. Ah, guck mal. Ha, hab ich dich. So. Hä? Scheiße. Nochmal. Jetzt aber. Einen merkwürdigen Schlüssel erhalten. Alles klar, jetzt haben wir einen merkwürdigen Schlüssel. Verschwindet das? Ja. Was zur Hölle? Wofür der Schlüssel? Hi, Septimus. Schau hier, das sieht aus wie eine Art Schlüsselloch, aber irgendwie ungewöhnlich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wie sieht da wohl der Schlüssel aus? Ronan hat den Schlüssel sicher hier irgendwo versteckt. Wir müssen ihn finden. Ich glaube, ich habe ihn. Nun, war deine Nachforschung von Erfolg gekrönt, Alundra? Ja. Alundra, übergib den merkwürdigen Schlüssel. Es scheint zu passen, Alundra. Drehen wir es und sehen, was passiert. Es hat sich bewegt bei den Göttern. Alundra, sieh nur, eine versteckte Treppe. Ich wette 100 Gulden, dass Ronan sie nicht nur kennt, sondern auch benutzt. Aber für was? Das werden wir herausfinden. Wie tief das einfach mal runtergeht. Ha! Da bist du ja. Das ist eine Götterstatue zum Anbeten. Der König hat es doch verboten. Und du brichst das Gesetz? Warum, Ronan? Warum? Seit die Götter nicht mehr sichtbar sind, wurden sie von der sündigen Menschheit einfach vergessen. Nur in Notfällen haben wir zu ihnen gebetet. Deshalb sind die Götter jetzt verärgert. Ich bin ein treuer Diener der Götter und ich verehre sie weiterhin. Ich habe gegen dieses Gesetz verstoßen, seit es erlassen wurde. Das habe ich nie verborgen. Nie verborgen und es sitzt hier in einem Bunker, weißt du? Die meisten hier wissen es. Meinst du, dass die Götter zornig sind, Ronan? Sind sie der Grund für unsere Albträume? Die einzige, die gesagt hat, dass die Albträume das Werk des Bösen sind, war Maya. Oder warst du es, Alundra? Albträume? Naja, gut sind die gerade nicht, ne?
Ich verstehe das nicht. Warum quälen und ermorden uns die Götter, die uns geschaffen haben? Weil wir sie betrogen haben, Septimus. Seit dem dummen Gesetz des Königs haben wir unsere kreativen Fähigkeiten verloren. Deshalb haben wir gelernt, unsere Träume zu kontrollieren und zu manipulieren. Wir suchten das Glück in uns selbst, in unserem Ich. Verstehst du nicht? Es ist nicht die Schuld der Götter, es ist unsere eigene. Lass uns gehen, Alundra. Mit diesem Fanatiker zu reden, ist Zeitverschwendung. Ronan, wir werden den Kampf gegen das Böse fortsetzen, das uns befallen hat. Auch wenn wir gegen die unbarmherzigen Götter selbst kämpfen. Denn ein Gott ohne Erbarmen ist ein Dämon. Haha, oh wirklich? Da werden die Götter aber vor Angst zittern vor deinem Zorn, Septimus. Okay. Ah, wir haben eine Nacht drüber geschlafen. Ohne Zweifel, das war ein Porträt von Melzers im Keller der heiligen Stätte. Ist Ronan wirklich der Einzige, der ihn angebetet hat? Oder haben es auch noch andere Dorfbewohner getan? Ja, damit guten Morgen. Moment. Hat... Jess schmiedet etwas? Obwohl keiner gestorben ist? Okay, das gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Ja, böser Cut, aber, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.